Tja, wenn ich das immer mit diesem Pseudo-Witzchen mache, mit dem Löschblatt zwischen uns, dann hat das natürlich einen ernsten Kern. Wir alle wünschen uns, und so viele Menschen in diesem Land, dass das, was hier in diesem Raum zusammen ist, noch viel mehr auf dieses Löschblatt verzichten könnte. Es würde so viel erfolgreicher werden. Und es geht doch. Und die Veranstaltung zeigt doch, dass es geht. Und die dritte Folge aus der Serie Kein Löschblatt passt mitten uns ein Mensch, den ich schon verehrt habe, als ich noch in der SPD war. Damals durfte ich es nur zum Teil zeigen. Und dann bin ich in die Partei gekommen und habe Sätze von ihm gehört, die ich furios fand, auf die werdet ihr nie kommen. Nämlich als Helmut Kohl wirklich fast überführt war von den Medien mit dem schwarzen Koffern, sagte er nun ausgerechnet, ein Jurist aus dem Osten, man ist erst dann schuldig, wenn man verurteilt ist. Man ist nicht ein bisschen schuldig, man ist nicht halb schuldig, man ist so lange unschuldig. Das ist die Unschuldsvermutung, die wir auch der Französischen Revolution verdanken. Und die durchzuhalten, also eine Partei des Sozialen und des Rechtsstaats zu sein, ist eigentlich dieser Stolz darauf mit ihm gewachsen. Das ist eine seiner ganz, ganz vielen Vorzüge, Gregor Gysi. Gregor, auch dich würde ich gerne zu den Themen Kein Löschblatt passt zwischen uns, aber Wasser ins Glas. Natürlich zu einem der Themen fragen, die auch mit den aktuellen Diskussionen, wir wären ja blöde, wenn wir so täten, als gäbe es das nicht. Als Rixinger in Athen war, schrieben sie, weil er gegen die Bundeskanzlerin demonstriert hat, vaterlandsloser Geselle. Und jetzt hängen sie uns wegen einer Passage, die auch, oder wegen vieler Passagen, das Wort Nationalismus. Irgendwie sollen sich die Medien mal entscheiden, was sind wir jetzt? Nationalisten oder vaterlandslose Gesellen? Also beides zusammen geht so richtig nicht. Aber haben wir nicht ein bisschen was als Linke schon seit Jahrzehnten überfällig zu erklären zum Thema Nation? Ui, das ist eine schwierige Frage. Habe ich eine halbe Stunde Zeit? Nein, natürlich nicht. Also, ich versuche es mal kurz zu machen. Erstens, in allen Nationen ist immer ein Missbrauch des Begriffes dadurch geschehen. Ich finde ja schon den Begriff Vaterland blöde, weil die Mütter sehr viel mehr für die Länder tun als die Väter. Aber mal abgesehen davon. Aber immerhin heißt es Muttersprache. Das ist wahr. Aber ist der Begriff Vaterland, Nation immer missbraucht worden, gerade auch um die jungen Männer in den Krieg zu schicken, denn die Reichen gehen ja nicht in den Krieg, sie verdienen daran und dann müssen sie die Bevölkerung für diesen Krieg gewinnen. Und da benutzen sie dann oft den Nationenbegriff und versuchen, die Leute dazu zu bringen. Das hat die Linke immer und von Anfang an bekämpft und zwar völlig zu Recht. Es gibt aber eine Besonderheit bei uns Deutschen und das hängt mit den Nazi-Verbrechen zusammen. Komme aus der Generation unmittelbar nach dem Krieg geboren und dort in dieser Zeit aufgewachsen. Und da gab es natürlich auch bei den Linken Begriffe wie nie wieder Deutschland und so weiter. Das heißt, wir hatten ein leicht gestörtes Verhältnis zum eigenen Land. Das will ich gar nicht bestreiten. Und das ist auch gut erklärlich. Denn das waren die schlimmsten Verbrechen, die in der Menschheitsgeschichte je begangen sind. Und die anderen Völker reagierten ja auch so auf uns. Ich war mal in Ungarn. Da wollte ich ein paar Äpfel kaufen, hat er gesagt, einen Deutschen verkaufe ich keine Äpfel. War erledigt. Hatte gar keinen Sinn, dass ich irgendwas erkläre, bin ich weitergegangen. Das heißt aber, wenn du in einer solchen Zeit aufwächst und mit diesem Bild, dann entsteht ein leicht gestörtes Verhältnis. Ich glaube, es gibt Linke, die nie unserer Fußballnationalmannschaft den Erfolg gönnen. Nein. Nun will ich erzählen, weshalb das ein Problem ist. Wenn man sein eigenes Land und seine eigene Nation nicht mag, kann man in ihr auch keine Verantwortung übernehmen. Das ist ein Problem. Es gibt keinen linken Franzosen oder eine linke Franzose, die nicht immer ihrer Mannschaft Erfolg wird. Kann der, weiß ich was, betonköpfeste Kommunist sein. Er kämpft immer logischerweise für die eigene Mannschaft. Wenn man weiß, woran es liegt, will ich ja nur, dass meine Generation einen Fehler nicht begeht. Wir müssen der jungen Generation erlauben, normal zu werden. Wir dürfen nicht unsere
Bilder und Störungen einfach auf sie übertragen. Und eigentlich geht es um die Erfüllung eines Brecht-Gedichts. Und da hat er gesagt, er möchte nicht, dass eine Nation über uns steht. Das will ich auch nicht. Übrigens auch nicht die USA. Und ich möchte auch nicht... Und ich möchte auch nicht, dass eine Nation unter uns steht. Wenn wir die Gleichberechtigung anstreben, dann sind wir weiter. Und da hatte ich ein Beispiel, Fußball-Weltmeisterschaft. Also ich gehe dahin. Dann waren alle mit den Fahnen beschmiert im Gesicht und Hals und alles. Alle meine Vorbehalte waren sofort da, völlig klar. Aber ich ging tapfer, sagte nichts. Und dann blieben die alle stehen, sahen mich und riefen immer, das hat mich natürlich gekauft, Gysi ist der Fußballgott, was übrigens nicht stimmt, aber es macht nichts. Und plötzlich habe ich gemerkt, die sind gar nicht so, wie ich dachte. Die machen das so wie die Holländer und die Franzosen und die anderen. Dann habe ich mir gesagt, ja, die sind einen Tick normaler als du. Nun lass sie doch einfach mal normal werden und übertrag das nicht. Nur darum geht es. Wir sollen die Nation niemals überbewerten. Das ist Quatsch, diese Vaterlandsbegriffe. Und ich stimme da Katja Epstein völlig zu. Aber wir müssen dieses Land auch ein bisschen wollen, wenn wir Verantwortung in diesem Land tragen wollen. Und das müssen wir den Menschen deutlich machen. Das ist es, worum es mir geht. Ich hatte übrigens gehofft, du fragst mich noch mal was nach einer Bank, aber naja, musst du ja natürlich nicht. Ach, Gregor, ich würde dich gerne noch mal was zu einer Bank fragen. Ja, dann erzähle ich dir folgende Geschichte. Ich saß vor vielen Jahren bei Jauch. Ja. Ja, was glaubt ihr denn, wenn man sich Fragen nicht bestellt, kommen sie auch nicht. Deshalb habe ich im Fernsehen gelernt, immer zu antworten, was ich will. Das heißt nicht unbedingt auf die Frage, aber es ist ja auch egal. Aber... Jetzt, ich saß bei Jauch und neben mir saß Frau Kohl, das ist die ARD-Korrespondentin an der Börse. Das ist mir eingefallen bei dem, was Sarah ja völlig richtig gesagt hat. Und da sagte die Folgendes zu mir, wegen der Deutschen Bank. Sagte die, wenn Sie Kanzler wären und die Deutsche Bank käme zu Ihnen und sagte, nächste Woche müssen wir in Insolvenz gehen, müssten auch Sie sie retten. Wenn Sie sie nicht retteten, bräche das ganze, gesamte Finanzsystem in Deutschland zusammen. Da habe ich zu ihr gesagt, also erstens, im Unterschied zu Ihnen, fehlt mir die Fantasie, mir vorzustellen, dass ich Kanzler wäre. Aber zweitens, haben Sie wahrscheinlich recht. Und wenn Sie recht haben, sagen Sie damit, selbst ich hätte als Kanzler gar keinen Spielraum. Ich müsste machen damals, was Ackermann mir sagt. Wenn das so ist, dann beweisen Sie, dass wir außerdemokratische Zustände haben. Das Primat der Politik über die Banken muss wiederhergestellt werden. Und das geht nur, wenn wir sie verkleinern und vergesellschaften. Anders geht's nicht. Das ist immer schön, wenn man mal solche Frage kriegt und dann so drauf antworten darf. Deswegen stelle ich sie doch auch. In Brandenburg hat die damalige PDS einen ihrer größten Wahlerfolge mit dem Begriff Heimat Brandenburg. Für Linke erstmal, zumindest wenn sie aus dem Westen kommen. Verstehe ich. Großer Anlass zu allergischen Reaktionen. Haben einen Riesenerfolg damit gehabt. Ich glaube, es war auch ein super Foto von Lothar Bisky. Le Pen in Frankreich. Diese Dreckschweine in Griechenland, da Morgenröte. Wie weit dürfen wir in einer solchen Situation diesen Verbrechern das eigentlich schöne Wort Heimat überlassen? Nein, ganz umgekehrt. Wir müssen endlich lernen, dass wir ihnen diese Begriffe nicht überlassen dürfen. Das ist das eigentliche Unglück. Weil sie ja damit natürlich immer an etwas appellieren. An ein Zusammengehörigkeitsgefühl, an ein Solidaritätsgefühl. Und wir müssen eben die sein, die auf den Unterschied zwischen oben und unten hinweisen und deutlich machen, antinational ist oben, nicht unten. Und zwar, weil oben ist ja, ich meine, die Konzerne sind heute viel internationalistischer organisiert als die Gewerkschaften, wenn ich darauf mal hinweisen darf, wobei es Zeit wird, dass die Gewerkschaften sich internationalistischer organisieren. Das ist wieder eine andere Frage. Also, das glaube ich, wir müssen auch um Begriffe streiten. Das ist immer ein Kulturstreit. Wem gehören welche Begriffe? Und mit bestimmten Begriffen werden wir in Verbindung gebracht und mit anderen gar nicht. Bei manchen ist es gut,
Und bei manchen ist es nicht gut. Das muss man sich überlegen. Aber kulturelle Kämpfe dauern immer sehr lange. Das ist immer etwas, ich sage ja immer, wenn man in der Politik etwas verändern will, muss man als erstes den Zeitgeist verändern. Und das ist schwer. Aber wenn ich mal daran erinnern darf, wie ich in die Politik gestartet bin im Dezember 1989 oder im November oder vielleicht schon im September, keine Ahnung, aber auf jeden Fall Ende 89, da stand ich ja vollständig gegen den Mainstream und den Zeitgeist, weil mir das immer manche nicht zutrauen. Ich habe das ganz gut durchgehalten, aber wie sich der Zeitgeist seitdem verändert hat, ich bitte dich, das ist doch erstaunlich. Wir wissen immer nur, was wir alles nicht geschafft haben, aber was wir auch alles geschafft haben, wie anders die jetzt mit uns umgehen müssen. Ich meine, in der ersten Talkshow, die ich erlebt habe, saß ich und da saß eine berühmte alte Schauspielerin und sagte, was Sie machen, ist so, als ob man versucht hätte, nach 45 die NSDAP fortzusetzen. Und die bekamen Beifall. Später hat diese Frau im Fernsehen erklärt, dass sie mich wählt. Das ist eine Veränderung des Zeitgeistes. Weil sie natürlich begriffen hat, selber begriffen hat, dass das falsch ist. Aber das zu erreichen, und das ist doch völlig klar, da brauchen wir die verschiedensten Einrichtungen, die verschiedensten Möglichkeiten, wir brauchen auch die Medien. Ist doch klar, sonst können wir uns ja kaum verbreiten. Es macht mir ja auch Spaß, ich rede gerne auf Kundgebung, aber wie viele Menschen erreiche ich da? Im Fernsehen erreichst du viel mehr. Dann gibt es gute Fernsehsendungen, da kommt man zufrieden raus und sagt, doch, das eine oder andere konnte ich sagen. Dann gibt es lahmarschige, wie das Streitgespräch gegen Göring-Eckardt, da kommt man dann unzufrieden raus. Also es ist sehr unterschiedlich, wollte ich mal sagen. Jetzt sind wir die Oppositionsführerinnen und du bist... Ja, reicht schon. Wie können wir dieses Vakuum, was ja parlamentarisch quantitativ erstmal besteht, mit umso mehr Qualität füllen? Also, wir müssen unsere Rolle als Oppositionskraft ernst nehmen. Die Grünen sagen, sie wollen eine konstruktive Opposition sein. Ich verstehe schon den Begriff nicht. Wir sind übrigens immer konstruktiv, deshalb muss ich das ja nicht sagen. Also ich verstehe das ja nicht. Das soll ja bei Ihnen bedeuten, dass Sie sich verstehen als Regierung im Wartestand. Es soll bei Ihnen bedeuten, dass Sie sich darauf vorbereiten, das nächste Mal im Bund möglicherweise mit CDU, CSU zu regieren. Wir sind wirklich Opposition. Wir sind die Opposition. Und das heißt... Wir sind da nicht Regierung im Wartestand und warten mal, wann die uns entgegenkommen oder so ein Unsinn, sondern wir sagen, die gesellschaftlichen Widersprüche haben wir zu versuchen, dort auf die Tagesordnung zu setzen und zu benennen. Da die Opposition klein ist, wird etwas anderes noch viel wichtiger. Wir brauchen engste Beziehungen zu allen wichtigen außerparlamentarischen Bewegungen. Allein über den Bundestag... bekommen wir den Zeitgeist nicht verändert. Da brauchen wir Beziehungen zur Attac, da brauchen wir Beziehungen zu Blockupy, da brauchen wir Beziehungen zu den Bürgerinitiativen verschiedenster Art. Und dann brauchen wir auch Beziehungen zu Gewerkschaften, mit denen muss man auch streiten, sage ich mal. Aber wir brauchen natürlich gute Beziehungen auch zu Gewerkschaften. Und wir brauchen endlich viel bessere Beziehungen zu linken Intellektuellen aus Wissenschaft, Kunst und Kultur. Die haben nämlich auch eine Verantwortung. Und auch das müssen wir haben. Und ich sage es, ja, wir brauchen noch engere Beziehungen zu den Kirchen, weil der jetzige Papst die soziale Frage völlig anders formuliert als sein Vorgänger. Und das ist auch die Aufgabe der Kirche. Naja, dann muss uns ab und zu noch was Ungewöhnliches einfallen, um aufzufallen, weil wenn man nicht auffällt, dann kommt man auch nicht vor. Also mit anderen Worten, wir dürfen nicht langweilig sein. Und es gibt eine These, gegen die ich mich konsequent wehre, dass seriös nur ist, wer langweilig ist. Das stimmt nicht. Man kann auch unterhaltend und trotzdem seriös sein. Wenn du jetzt noch gesagt hättest, und diese Veranstaltung ist ein beredtes Beispiel dafür, hätte ich mich gelobt gefühlt. Das kommt doch noch. Du hast ja vorhin gesagt, du machst alles, was ich sage. Ja, von wegen kann ich nur sagen. Das glaubt ihm bitte nicht. Ja, doch schon. Ist auch richtig so. Du bist ein eigenständiger Mensch, wenn ich dir das mal sagen darf. Zu einem großen Maße, wenn ich dir das auch mal sagen darf.
lese ich hier schon Wünsche von den Lippen ab, wie zum Beispiel vorhin diese Fragen nach den Banken, die gar nicht im Manuskript verabredet waren. Aber jetzt nochmal zu den Banken zurück. Alle, also unsere Freunde Dietmar und Sarah, haben ja in der Frage auch übereingestimmt, Vergesellschaftung der Banken, du hast es eben auch nochmal gesagt. Wir brauchen ja zugespitzte Forderungen, um dieses, ich nenne das immer Angst-Wut-Gemisch, was in Deutschland so umkämpft ist und leider in der Vergangenheit immer nach rechts ging, für die Demokratie und das heißt auch für die demokratische Opposition, nämlich uns zu gewinnen. Können wir es uns leisten, finden wir eine unterhaltende, spannende Idee, die Vergesellschaftung der Banken auf ein Wahlplakat für die Europawahl zu bringen? Also das weiß ich nicht, für die Wahlplakate sind immer andere zuständig. Das muss nach, ja nein, wirklich, habe ich mich auch noch nie eingemischt, das muss immer nach Kriterien erfolgen, wo man die meiste Wirkung erzielt. Ich habe aber nichts dagegen, damit das nur klar ist. Bloß ich will, dass man sich genau überlegt, wo kommt man am meisten an. Wahlplakate, Prima zu mir gesagt, bringen keine einzige Stimme, aber keine Wahlplakate kosten viele Stimmen. Und das stimmt, das weiß ich, weil ich mal zur Bürgerschaftswahl in Hamburg war, eine Woche vorher. Und der Taxifahrer fragte mich, was ich da will. Und da sage ich, na was schon, ich will hier quatschen wegen nächsten Sonntag. Sagt er, was ist denn nächsten Sonntag? Da sage ich, Mensch, Wahlen, sagt er, was für Wahlen? Er hatte es nicht mitbekommen. Dabei hing die ganze Stadt voll. Da habe ich mir gesagt, oh Gott, nochmal doppelt so viel hinhängen, damit sie es wenigstens mitbekommen. Also es ist eine Informationssache, das ist aber wichtig. Und wenn sie denn witzig sind oder wenn darüber diskutiert wird, ich fand mein Plakat ja schön, manche haben sich geärgert, ich fand das gut, dass ich geschrieben habe, Reichtum für alle, weil, dann wurde ich immer gefragt, wie denn das gehen soll, habe ich gesagt, also Sie sind für Armut für alle. Dann habe ich gesagt, Sie denken immer nur materiell. Ich dachte an Gesundheit und Bildung und Kultur. Also ich konnte das beliebig hin und her streuen. Und man muss auch provozieren wollen mit einem Plakat. Man muss auch zur Diskussion anregen wollen mit einem Plakat. Aber vor allen Dingen müssen wir eins deutlich machen im Europawahlkampf. Die europäische Integration, die europäische Idee ist eine linke Idee. Dafür wurde immer gekämpft. Das ist wichtig, dass wir das herausarbeiten. Und im Augenblick sind sie dabei, die europäische Idee kaputt zu machen. Wir müssen sie retten. Das muss unsere Botschaft sein. Warum? Sie benutzen die EU, um das, was sie in ihren Nationalstaaten nicht so einfach geregelt bekommen, über das Europarecht zu regeln. Sie machen aus einem Ansatz für die Bevölkerung einen Ansatz für die Regierungen. Sie organisieren die EU als Regierungsföderalismus. Das war aber gänzlich anders gedacht und das ist auch nicht in Ordnung. Und die Art und Weise, wie die Ministerpräsidenten in Griechenland und in Italien durch Banker ersetzt worden ist, hat deutlich gemacht, wie undemokratisch diese Strukturen sind. Sie sorgen zweitens für einen ungeheuren Sozialabbau, das ist hier mehrfach gesagt worden, ich muss das nicht betonen, was da in Griechenland, in Spanien und Portugal los ist. Und drittens militarisieren sie auch noch die EU, auch das ist gegen den ursprünglichen Gedanken. Wir sind... Und das muss deutlich werden. Wir sind diejenigen, die für ein Europa streiten. Und zwar für ein Europa der Bevölkerungen, für ein Europa der Demokratie, für ein Europa der sozialen Wohlfahrt und sozialen Gerechtigkeit. Das muss deutlich werden. Und natürlich auch der Kultur. Ich wünschte mir zum Beispiel in Europa, bis einschließlich aller ehemaligen Sowjetstaaten, die zu Europa dazugehören, dass wir alle ab erste Klasse eine gemeinsame Fremdsprache lernen, damit endlich eine Generation in Europa entsteht, gar keine sehr politische Forderung, eine kulturelle, darf man auch stellen, die sich miteinander verständigen kann und das wird wahrscheinlich Englisch sein. Das ist schwer mit Frankreich hinzubekommen, aber wir werden dafür streiten. Wir werden dafür streiten. Also, vielen Dank. Aber das, für mich ist wichtig, und dazu möchte ich animieren, wir brauchen einen leidenschaftlichen Wahlkampf und wir müssen auch eintreten, es gibt ein Ohnmachtsgefühl in der Bevölkerung, weil es zum Beispiel auf der Bundesebene keine Volksentscheide gibt. Wir müssen für die Bevölkerung streiten und zwar in ganz Europa. Wir sind die Internationalisten, wir sind die Vertreter der europäischen Idee und die anderen versuchen sie kaputt zu machen und genau das lassen wir nicht zu. Dankeschön. Vielen Dank, Gregor Gysi.